So, Aufnahme läuft, diesmal mit Bild. Es gab ja länger keine Podcast-Folge mehr von mir. Ich hatte so im Plan, 1 bis 2 die Woche zu machen, habe das auch eine ganze Weile durchgehalten. Und ich möchte jetzt hier auch ganz offen darüber sprechen, warum jetzt eine Pause da war. Es wird sich nämlich hier auch ein bisschen was verändern, jetzt in dem Podcast. Also Grund Nummer 1 ist, dass ich meine Businessstadt im Moment im Hintergrund umbaue. Da wird es in Zukunft einige Veränderungen geben. Nach wie vor wird es natürlich um Bücher gehen, ja. Deep Dive Bücher, auch Deep Dive Mentoring für Autoren. Was den Podcast betrifft, sage ich ganz offen und ehrlich, mir ist mein eigener Podcast ein bisschen langweilig geworden. Ich habe gemerkt, dass ich mich eingesperrt gefühlt habe mit dieser Expertenposition. Also Longform-Content wie ein Podcast, YouTube-Videos dient ja immer dazu, Vertrauen zu den potenziellen Kunden aufzubauen und sich als Experten zu positionieren. Und ich bin zweifelsohne Expertin für das Schreiben von Büchern, von tiefgründigen Büchern. Auch für das Veröffentlichen von Büchern, generell für bewusstes Sprechen und Schreiben. Ich mache das seit 25 Jahren professionell, also lebe seit 25 Jahren vom und mit dem Schreiben. Also das steht außer Frage, aber ich glaube, wir machen oft den Fehler, wenn wir zu sehr in diese Idee, des Experten gehen, dass das Spielerische verloren geht, das Kreative. Vielleicht auch das ein bisschen freche, rebellische, wie auch immer. Also Expertentum hat immer sowas leicht Steifes, Ernstes, Seriöses. Man muss immer ganz seriös sein. Und ich bin ein Mensch, für den Freiheit wichtig ist, Raum zur Entfaltung. Also ich muss meine Flügel ausstrecken können. Und am allerliebsten erzähle ich Geschichten. Ja, ich habe schon als Kind Geschichten erzählt, als ich noch gar nicht schreiben konnte, habe ich mir Geschichten ausgedacht und habe die mit meinen Geschwistern nachgespielt. Also ich habe quasi eine Art Drehbuch entworfen. Dann haben wir das zusammen gespielt. Also wir hatten alle unsere Rollen und haben das auf Kassette aufgenommen. Also nicht immer, aber manchmal hatten wir wie so Drehtage. Dann haben wir das auf Kassette aufgenommen und genannt haben wir das Traumspiel. Sehr schöner Name, Traumspiel. Gruß an meine Geschwister. Ja, dass die da auch mitgemacht haben, weil ohne hätte es nicht besonders gut funktioniert. Und als ich dann des Schreibens mächtiger war, also auch längere Texte schreiben konnte, da fing ich dann wirklich auch an, Geschichten zu schreiben und meine Fantasie in Geschichten fließen zu lassen. Aber ich liebe es auch, einfach so Geschichten zu erzählen und über das Erzählen von Geschichten Wissen zu vermitteln. Natürlich auch zu unterhalten, ganz klar, und mich zu verbinden. Und wenn man sich so einen Contentplan macht für einen Podcast und überlegt, welche Themen sind wichtig, welche Fragen kommen so zu einem, dann kann es auch dazu führen, dass man sich damit so ein bisschen einsperrt. Und ich möchte auch die Möglichkeit haben, auf meine Intuition zu hören, auch ein Thema mal wirklich in die Tiefe zu beleuchten. Das heißt, dass ich mehrfach über ein Thema spreche. Ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht, das mir immer wieder begegnet. Das hat mit der Frage zu tun, geht es Verlagen eigentlich nur um Profit? Ja, nur um Mainstream, nur um Profit, nur um Bestseller? Das höre ich immer wieder von Autoren, von Self-Publishern, die generell die Zusammenarbeit mit Verlagen ausschließen, weil sie sagen, ja, da wird man eh gestutzt und da wird man in ein Förmchen gepresst und alles, was zählt, ist das Geld, ist der Gewinn. So, ich habe ja lange Zeit mit Verlagen zusammengearbeitet. Ich war 11 Jahre lang hauptberufliche Verlagsautorin und es war eine aufregende Zeit, eine Zeit mit vielen Facetten, Freud und Leid. Ich bereue keine einzige Sekunde. Ich habe unglaublich viel davon gelernt. Und ich möchte das jetzt mal von meiner Warte aus beleuchten. Also, Verlage sind Unternehmen. Und ein Unternehmen ist nur dann ein Unternehmen, wenn es Umsatz macht. Idealerweise Gewinn.
Das heißt, es ist sinnvoll und gut für alle Autoren, die zu diesem Verlag gehören, wenn der Verlag umsatz- bzw. gewinnorientiert ist. Weil wenn er das nicht ist, sind die Autoren als schwächstes Glied in der Kette die ersten, die darunter leiden, sind immer als erstes die Autoren. Als die Buchbranchenkrise begann, es waren als erstes die Autoren, die es zu spüren bekommen haben, nämlich durch niedrigere Honorare, also Vorschusshonorare, durch weniger Marketing, weniger Aufmerksamkeit. Ja, also die waren die ersten, die darunter gelitten haben, durch die Umsatzeinbrüche. Und insofern ist es gut, wenn ein Verlag umsatz- oder gewinnorientiert agiert. Ja, weil was will ich mit einem Verlag, der das nicht tut und dann insolvent geht? Da hat man als Autor überhaupt nichts davon. Und natürlich ist es sinnvoll, als ein Verlagsunternehmen auch zu gucken, was ist gerade im Trend. Was wollen die Leser da draußen und wofür stehen wir? Man muss da auch unterscheiden zwischen Publikumsverlagen. Ich war ja bei großen Publikumsverlagen, ganz bewusst auch, Kleinverlagen und Nischenverlagen. Ja, also da gilt es auch nochmal zu differenzieren. Und Publikumsverlage, wie der Name schon sagt, also Löwe Verlag, Script 5 war ja ein Imprint von Löwe. Hier steht meine Bestseller-Trilogie, meine Splitterheads-Trilogie, ist ein Publikumsverlag für junge Leser, also Jugendliche, junge Erwachsene, auch Kinder. Ja, also Erstleser, dafür ist Löwe sehr bekannt geworden, hat aber auch ein breites Angebot für ältere Jugendliche. Und dann kam halt Script 5 mit den jungen Erwachsenen. Und es ist sinnvoll für einen Publikumsverlag, dann den Blick auch auf die Masse zu haben und Autoren einzukaufen, Manuskripte einzukaufen, von denen man denkt, dass sie sich gut verkaufen, also Bestsellerpotenzial haben. Alles andere wäre ja auch geschäftsschädigend. Ja, und bei Nischenverlagen ist es so, dass die natürlich gucken müssen, passt es in die Nische, aber auch die wollen selbstverständlich Gewinn und Umsatz machen. Ja, und so viel Bücher wie möglich verkaufen. Völlig legitim, dient den Autoren. Also auch Konkurrenzdenken ist völlig fehl am Platz, wenn man in einem Verlag ist, also wenn man von einem Verlag engagiert wurde als Autor, weil jeder Autor, der erfolgreich ist, dient ja dem Verlag und dient damit auch den anderen Autoren. Und das gilt es immer positiv zu werten. Also da auch so ein bisschen anders dran zu gehen. Und dann gibt es natürlich noch die Kleinverlage. Und bei Kleinverlagen, da rate ich wirklich zur Vorsicht, vor allem wenn das so Mini-Mini-Kleinverlage sind, also eine Frau oder ein Mann Verlage. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das funktioniert, ganz ehrlich. Wie das von der Logistik her funktionieren soll, dass eine einzige Person einen Verlag führt. Dass die alles macht. Ja, und vor allem auch finanziell alles stemmt und so, dass es lukrativ ist für die Autoren. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Es gibt immer wieder so Ein-Personen-Verlage oder Drei-Personen-Verlage. Vorsicht, also mir sind da auch schon die abenteuerlichsten Geschichten gekommen, also von Autoren, die zu mir gekommen sind und die vorher bei einem kleinen Verlag unter Vertrag waren oder fast unter Vertrag waren. Und dann sind seltsame Dinge passiert, wo sich mir wirklich die Haare gesträubt haben. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das machen mit diesen kleinen Verlagen aus Leidenschaft, sage ich mal. Also denen es nicht so sehr um den Gewinn geht, sondern die ausgesorgt haben, die über viel Geld verfügen und die das eher als so eine Art Projekt machen, ja, so ein Liebhaberprojekt, dass sie bestimmte Autoren nach vorne bringen wollen. Mich würde das nicht reizen, sage ich ganz ehrlich. Also ein Unternehmen, was keinen Gewinn macht, ergibt jetzt für mich keinen Sinn. Aber es mag sein, dass es kleine Verlage gibt, die eher karitativ agieren, ja, und bestimmte Autoren dann nach vorne bringen wollen. Man darf sich aber auch immer die Frage stellen, was für eine Infrastruktur gibt es da überhaupt? Gibt es überhaupt Verbindungen zu Buchhandlungen? Und das ist eben dieser riesengroße Vorteil von Verlagen, dass die eben den direkten Kontakt, also den Vertrieb haben, zu den Buchhandlungen. Das ist die Lücke im Self-Publishing. Dass Self-Publishing-Titel nicht automatisch in den Buchhandlungen landen, also eher
ist es die Ausnahme, dass sie in den Buchhandlungen, also in den Offline-Buchhandlungen landen. Da muss man sich dann als Autor selbst drum kümmern. Und große Publikumsverlage haben manchmal sogar eigene Vertreter, eigene Buchhandelsvertreter, die also herumreisen und das Programm vor Ort in den Buchhandlungen vorstellen. Und das als eine Person auf die Reihe zu kriegen, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ja, aber Wunder geschehen natürlich immer wieder. Self-Publishing ist einfach nur ein anderer Weg der Veröffentlichung. Ja, es gibt nicht hier, die Verlage sind die Bösen, Self-Publishing, das sind die Guten. Im Self-Publishing erscheinen leider viele schlechte Bücher. Ich muss das mal so ganz klar sagen. Auch wenn das vielleicht triggert, das wird auch mehr mit ChatGPT und Co. Es wird leider mehr. Und es wird zunehmen durch KI, dass Menschen auch verlernen zu schreiben. Gut zu schreiben, sich klar auszudrücken, sich präzise auszudrücken. Darin liegt allerdings auch eine Chance. Über das Thema werde ich in Zukunft auch noch mehr reden. Wer diesen Podcast kennt, weiß, ich bin kein Gegner von KI, von ChatGPT. Es kommt immer nur darauf an, wofür. Wofür nutzen wir das? Ein Buch damit schreiben zu lassen, finde ich absolut sinnlos, weil wir uns selbst das Erleben, die Persönlichkeitsentwicklung des Schreibens ja nehmen damit. Ja, so Expertenbücher mit KI schreiben widerspricht sich. Ist ein Widerspruch in sich. Aber auch darauf werde ich noch genauer eingehen. Was ich aber hier vor allem tun möchte, dass ich mehr Geschichten erzähle. Und zwar in der Ausrichtung, dass ihr von dem, was ich gelernt habe, wiederum selbst lernen könnt. Und jetzt, wo ich das gerade so erzähle, fällt mir gerade auch wieder auf, dass ich mein Intro vergessen habe. Das ist ja so eine Spezialität von mir, dass ich am Anfang immer vergesse, mich vorzustellen, dass ich einfach drauf losrede. Es war mir oft spontan, dass ich Videos aufnehme, dann vergesse zu sagen, wer ich eigentlich bin. Und dann hole ich das jetzt einfach nochmal nach. Ja, ich bin Bettina Kyrala-Behlitz. Ich bin Mentorin für Menschen mit wertvollem Wissen, mit außergewöhnlichen Erfahrungen, die diese Erfahrung, dieses Wissen in ein Buch fließen lassen wollen und damit ihre Traumkunden, ihre Traumleser anziehen wollen und ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen wollen. Dieses Intro wird sich auch noch ein bisschen verändern, weil ich auch gerade dabei bin, meine Zielgruppe nochmal, ja, mich neu zu positionieren und damit natürlich auch nochmal die Zielgruppe genauer zu definieren. Ja, aber da kommt noch mehr dazu, die nächste Zeit. Also ich bin gerade in so einem Wandlungsprozess drin, deshalb habe ich auch ganz bewusst eine Pause eingelegt. Und mein Ziel ist es, öfter hier vor die Kamera zu gehen, vielleicht sogar wirklich jede Podcast-Folge auch aufzunehmen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe da eine Hürde. Das wirkt vielleicht jetzt relativ locker, wie ich hier so rede. Und wenn ich mal dabei bin, ist es das auch. Wenn ich mal die Lichter an habe und mich entschieden habe, aufzuzeichnen, fällt mir das relativ leicht. Ich war schon immer eine Rampensau. Wenn ich mal auf der Bühne bin, läuft's. Ja, auch bei Lesungen hat immer funktioniert. Aber wenn ich so zu Hause bin und es geht jetzt schon, ich weiß nicht, wir haben fast 7 Uhr, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich bin seit 6 auf den Beinen, dann brauche ich manchmal so einen Tritt in den Hintern, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt noch vor die Kamera und zeichne auf. Also da kommen manchmal so ganz skurrile Schweinehund-Ideen, ja, der innere Schweinehund, warum das jetzt nicht geht, warum ich jetzt nicht vor die Kamera kann. Ich habe das jetzt auch hier mit Zoom aufgenommen. Ja, ich habe eine gute Kamera. Das war mir jetzt zu aufwendig, die aufzustellen. Ich habe jetzt einfach mal mit Zoom aufgezeichnet. Geht auch. Quick and dirty. Das ist manchmal das Beste, bevor man gar nicht in die Puschen kommt. So. Genau. Also das war so ein Thema mit den Verlagen. Das wollte ich unbedingt nochmal hier mit aufgreifen. Ja, das war noch so ein Thema eher so zur Expertenpositionierung. Und in Zukunft möchte ich mehr auch wieder aus dem Herzen heraus sprechen und auch erzählen. Und ja, aus meinem Erfahrungsschatz einfach auch erzählen, weil ich selbst ja auch immer am meisten lerne, wenn andere ihr Wissen auch in der Geschichte verpacken oder Beispielgeschichten erzählen. Das ist ja auch das, was ich euch immer rate, dass ihr Wissen auch über Geschichten transportiert, funktioniert übrigens auch für den autobiografischen Roman. Ja, also autobiografischer Roman, damit beschäftige ich mich viel im Moment. Ganz spannende
Variante eines Romans. Und da wird es auch einen Kurs geben zu, generell zum autobiografischen Schreiben. Da wird es einen Kurs geben, der heißt Lifelines. Der kommt, ich sage jetzt mal so, in 1, 2 Wochen raus. Das ist so mein Plan. Genau. Und wird noch weitere Kurse geben. Ich habe auch echt witzige Ideen teilweise. Hat auch alles ein bisschen mit diesem Neuaufbau meiner Businessstadt zu tun. Also es tut sich viel hinter den Kulissen und ich freue mich drauf, davon zu erzählen und davon zu berichten. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit mit viel guten Ideen, mit einer fleißigen Muse, die dich mit Küssen übersät und immer da ist, wenn du sie rufst. Und wir sehen, hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Übrigens, der Podcast kriegt vielleicht auch einen neuen Namen. Das klopft auch schon an. Ja. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlass gerne ein Like, abonniere den Kanal und ich merke gerade, mich nervt das, das zu sagen. Mich nervt das total. Ich meine, du bist ein mündiger Erwachsener, vermutlich. Du kannst selbst entscheiden, ob du diese Episode magst und ob du meinen Kanal abonnieren willst. Das ist auch sowas, was ich im Marketing gelernt habe. Du musst das immer sagen. Und ich frage mich gerade so, muss ich das? Muss ich das wirklich? Das kannst du doch selbst entscheiden. Ich freue mich natürlich über Likes und Abos, aber ich muss doch die Menschen nicht dazu auffordern. Ich mache das doch auch von alleine. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.